Was geht, Leute? Mein Name ist der Nijisam. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Das Spiel wie ein Spiel namens Creature Lab. Nun, bei dem Spiel geht es darum, dass wir Experimente an Menschen machen müssen. Und wir können ganz viele Sachen irgendwie miteinander kombinieren und dann Experimente halt damit machen. Und ich glaube, man kann sogar auf... Ne, es geht leider nicht auf Deutsch. Schade, gibt es doch nicht auf Deutsch. Es ist nur eine Demo vom Spiel. Also das richtige Spiel ist noch nicht draußen. Aber, naja, hoffen wir mal, dass es früh rauskommt. Weil es sieht ziemlich spaßig aus und sehr, sehr cool. Also, ich habe übrigens noch einige Videos auf der Platte. Wenn du die auch noch sehen willst, lass doch oben da unten abonnieren, kostenlos, um keine Videos mehr in der Zukunft zu passen. Aber okay, ich würde sagen, wir werden... Warte mal, Start Experiment. Ja, okay, es ist wie gesagt nur eine Demo, ich habe es noch nie gespielt. Ich weiß nicht, was wir hier eigentlich machen werden, aber es sieht halt sehr, sehr lustig aus, vor allem das Logo. Ich meine, wenn das Logo gut ist, ist meistens das Spiel gut. Okay, das ist eine Lüge, aber... Es sieht wirklich cool aus. Willkommen beim Creatures Lab. Das Tutorial wird help you to create incredible elixirs and magnificent monsters. Press left mouse button to continue. Also, es ist ein Tutorial. You can move around by using the WASD keys, okay. Linker mouse button, damit können wir interagieren. By pressing the escape button, you can change settings or quit the game. This is a storage room. Any ingredients or bodies you acquire will be placed here. Okay, da werden alle Körper und Zutaten platziert. Hier ist Laboratory. Use the Alembic to mix mixers together and make something new. Analyze their properties by using the microscope. Grow new bodies parts by using an incubator. You have to walk downstairs to perform more radical experiments. This operation room has the experiments to make new creatures, enhance their abilities and even change their limbs. Once you're satisfied with your creation, you can place any mutant in these stasis chambers. This will allow you to use them on various missions. What? Mission? Wir können mit den Missionen machen? Mit den Kreaturen, die wir herstellen anscheinend. The office is mostly a front to nosy government spies, but one desk is a special. It has a hidden monitor where you can plan your missions and send your monsters to gather essential ingredients. Wir können sie also losschicken und die können dann für mich Sachen einsammeln. Okay. Na dann würde ich sagen, ich fange mal an. Start the experiment. Go to your storage room and get the ingredients you need. Zu deinem storage room. Öffne die Tür. Ist das der storage room? Oh mein Gott. Ach, hier werde ich die Kreaturen platzieren, glaube ich. Ich glaube, das war der Ort, wo wir die Kreaturen dann platzieren werden. Die werden dann hier sein, glaube ich. Weiß nicht genau. Okay, wir sollen anscheinend nach da gehen. Okay, das Tutorial ist sehr wichtig bei dem Spiel, weil sonst wüsste ich gar nicht, was ich tue. Also normalerweise mag ich keine Tutorials. Aber ehrlich gesagt, finde ich das nicht schlimm. Also wir nehmen erstmal sowas hier. Take Grim. Okay. Now pour this ingredient into the Alembic. Alembic, okay. Warte mal. Ich glaube, Alembic ist, glaube ich, das, was man... genau. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber im Chemieunterricht hat man bestimmt sowas mal verwendet. Okay, find another ingredient to make Elixir. Jetzt müssen wir etwas anderes doch finden. Empty Vessel. Können wir das... Okay, nein, warte. Wir brauchen noch irgendwas anderes. Okay, da unten ist doch was. Also hier haben wir verschiedene Sachen, die wir nehmen können. Ich sehe schon. Auch dieses hier, glaube ich. Okay. Bullets. Was? Geht das? Hallo? Ich kann es irgendwie nicht reintun. Oh, so. Okay, jetzt geht's. Okay, ich sehe schon. Sehr nice. Okay, dann packen wir das nächste Mal hier rein. Nein, das war's. Oh. War das richtig? Place an empty flask under the alembic and then turn it on to mix the ingredients. Also man muss eins hier reintun, oder wie? Okay, warte, packen wir das mal zur Seite. Missing empty flask. Okay, uns fehlt irgendein empty flask, keine Ahnung. Ist es da hinten? Da ist nur rotes Licht. Ich glaube, das ist irgendwie Feuer oder sowas müssen wir da benutzen oder nicht. Oh, hä? Es ging einfach so an gerade, okay. Und jetzt passiert das. Es wird kombiniert, so wie es aussieht. Okay. Find a syringe and take a sample of the mixture. Eine Spritze. Syringe, okay. Hier ist eine Spritze. Die nehme ich. Nice. Und jetzt können wir ein bisschen was davon nehmen. Aber nur ein bisschen. Das heißt, wir können das öfter benutzen. Interessant. Place a sample under the microscope and begin examining the substance. Jetzt müssen wir es unter einem Mikroskop tun und gucken, was die Substanz macht eigentlich, okay. So, warte, kann ich das... Wir können das hier... Ja, genau. Okay. Use Scrollbus to analyze the sample. The bar in the left will help you to see your progress. Wir können also zoomen. Oder? Oder kann ich... Oder so. Oh, okay. Okay, da ist es doch. Scharf. Schieß mal rein. So, was ist das hier? Oh. Oh, ich sehe dich. Ah.
Also, so ist richtig ungefähr. Nice, sehr schön. Okay. Low Complexity, High Reactivity. Aha, also sehr hohe Reaktion, Dingsabumster. Ich verstehe. Instrader Void Circuitry, keine Ahnung. Soll ich sie exiten jetzt? Ja. Yeah. You have just created Elixir. Elixirs are created by combining several ingredients and are used to create mutagens. Take your Elixir and create the mutagens by mixing it with the Elixir from the storage room. Okay, warte mal. Ich gehe mal dahin, wo er mir sagt, wo ich hingehen soll. Da ist etwas. Ich nehme das mal. Bro, ich habe gerade keine Ahnung. Soll ich das jetzt nochmal, was ich kombiniert habe, mit dem hier kombinieren? Oh mein Gott, ist ja crazy. Warte mal. Hier rein. Okay. Und jetzt? Mix two Elixirs. Und jetzt das? Nein. Also wir können etwas mixen und dann können wir gleich das nächste auch nochmal mixen. Das ist crazy. Okay, und jetzt können wir... warte, ich glaube, wir müssen das hier... Genau. Das hier dahin tun. Anmachen. Und jetzt wird das, was wir kombiniert haben, mit etwas anderem nochmal kombiniert. Das ist so, als würdest du Apfelsaft mit Cola kombinieren und dann würdest du die Mischung daraus quasi noch mit Orangensaft kombinieren, das Beispiel. Okay, Research. Kann ich das hier? Danke. Nehmen wir die Spritze, holen ein Stück davon raus und lass mal sehen. Okay, sehr schön. Lass mal reingucken. Okay, ungefähr so und so, perfekt, okay. High Complexity, High Reactivity, das ist gut, glaube ich. Das sieht gut aus. Okay. Exit. Take your mutagen and pull it into the body chamber and start creating your first mutant. What? Meinen ersten Mutanten werde ich jetzt kreieren. Soll ich das nicht mitnehmen? Ich nehme das mal mit, Leute. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich es mitnehmen soll, es könnte sein. Warte, wo ist denn da? Wie soll ich meinen ersten Mutanten herstellen? Okay, jetzt bin ich verwirrt, Leute. Öffne das. Okay. Wir können das da reintun. Take the test subject out of the mutuary box. Warte, haben wir hier Menschen, die wir austesten können? Oh mein Gott, das könnte sein. Kann ich das vielleicht irgendwo hinlegen? Ja, put... Hallo? Ich konnte das... Ah, hier, okay. Pack ich es mal... Ich merke es mir einfach, wo es war. Warte mal, nehmen wir einen Menschen daraus oder was tun wir daraus? Ich meine, wir müssen es ja an jemanden testen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Wir machen einen Menschen. Put the subject in the body chamber. What the hell? Wir experimentieren jetzt an dieser Frau. Oh mein Gott, was zum Teufel? Okay, geht da rein. Use the panel on the body chambers to start the mutation process. Okay, wollen wir das nicht mal zumachen? Ja, okay, so. Bro. Und jetzt? Und jetzt, was kommt da raus? Wer, sie lebt dann wieder. Create the mutant. Oh mein Gott, body in chamber. Full with Mutter. Was soll ich machen? Hier draufklicken oder wie? Ach so, jetzt ist. Ah. Oh mein Gott, initialize. Wir packen also jetzt das da rein. Complete. Open the chamber now and don't forget to sedate the beast. Sedate, also Beruhigungsmittel geben, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Okay, successful. Ach so, geht's noch weiter oder? Back. Okay, warte mal. Muss ich eine Spritze geben oder wie sieht's aus? Okay, ich mach mal auf, Leute. Ich hab ein bisschen Schiss. Take the mutant and put it into the grapples. Oh mein Gott. Wohin soll ich das tun? Into the was? Hier? Oh mein Gott, ja? Ja. Da rein muss es. Hab ich doch gesagt, Leute. Warte, aber wir müssen es erstmal da rein tun. Okay. So, und jetzt? Get a sample of the mutant's DNA. Oh mein Gott. Die lebt jetzt wieder. Take young woman mutant. Junge Frau Mutant. Oh mein Gott. Okay, take sample. Okay, DNA. Also wir testen ihre DNA. Was macht sie da? Das ist ganz schön gefährlich, das zu tun, muss ich sagen.
Use a laptop, connect to the incubator and start incubating the new lamp. Mit einem Laptop, okay. Die bleibt da hängen, oder? Ich hoffe, die ist fest. Das ist halt so ein Job, der hat viel, der nimmt viel Risiko mit sich, das ist keine Frage. Select the lamp to be incubated. Use buttons on the top to select left or right limbs. The number of potions on the limb side shows you how many dose of mutagen you need to incubate the selected limb. Okay. Oh my god, was? Ach so. Okay, warte mal. Was soll ich genau tun? Wasser? Ah. Hier kann man irgendwie, warte. Verstehe ich das irgendwie nicht. Ach, hier die Teile mitnehmen. Und jetzt das da rein tun. Muss da Wasser rein? Sieht ganz so aus. Ah, deswegen ging's. Ich habe mich schon gewundert. Okay. Alle vier am besten gleich reintun, ne? So. Bro. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich glaube im echten Leben, natürlich gab es schon Experimente an Menschen. Keine Frage. Es gab schon fast alles. Also die würden jetzt nicht nur an Ratten experimentieren, ihr Leben lang, kann ich mir nicht vorstellen. Also okay, dann, warte, was fehlt denn noch? Ich hab das doch getan und jetzt? Ich meine, ich habe da Wasser reingemacht. Tja, gute Frage. Wir müssen hier irgendwas am PC machen, aber das Ding ist, irgendwie funktioniert das hier nicht. Doses required. Ich glaube, wir brauchen vielleicht mehr dieser Gläser hier. Wie nennt man die nochmal? Das waren doch keine... War das Reagenzgläser? Ich glaube, ja, warte mal. Kann ich hier so einen mitnehmen oder... Wie sieht's aus? Ich packe die mal hier hin. Und das funktioniert... Ach, Start Process. Ah. Okay. Load, last den... Und jetzt... Haben wir es gemacht? Ich glaube ja, oder? Create a second limb in the incubator. Okay, was zum Teufel? Jetzt soll ich doch das normal nehmen. Und wohin jetzt? Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Was habe ich getan? Wieso habe ich das jetzt... Ich habe das jetzt da reingetan. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil... Second limb. Ah, left limb, right limb. Okay. Hier brauchen wir vier für. Oh mein Gott, wir kopieren das. Laber doch keinen Scheiß. Wir haben das einfach mal kopiert. Das heißt, wir kopieren sie. Nein. Oh mein Gott. Jetzt verstehe ich. A second limb wollten die haben, ne? Dann lass mal das rechte nehmen. Dafür brauchen wir eigentlich nur eine Flasche. Ich bin halt ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Reicht das jetzt nicht? Warte kurz mal. Wir kopieren das. Start Process. Was zum Teufel? Das, ich meine, ja, das geht sogar. Put the mutant on the operating table. Okay, also wieder dahin gehen. Wir haben also den Arm. Hängt die da noch? Ja, okay, sehr gut. Das ist genauso wie eine Spinne. Wenn du eine Spinne hast zu Hause, dann willst du auch nicht, dass die verschwindet. Einfach so. Operating table. Ah, die Hand wird auch da platziert, wo sie hin soll. Okay. Aber soll ich alles jetzt kopieren? Oder wie sieht's aus? Bin ich ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Warte, den Arm habe ich hier hin. Ich glaube, ich muss sie wirklich nochmal komplett kopieren, oder? Ich meine, ich gehe mal davon aus. Ich meine, ich habe es jetzt verstanden. Oh, habe ich... Hä? Habe ich jetzt zwei... Hä, warte mal. Sind das zwei linke Hände? Oh, das ist zweimal genau dasselbe, habe ich gemacht. Ja, okay, das war ein bisschen blöd von mir, muss ich sagen. Ich pack mal da ein paar mehr Sachen rein. Und werde das einfach mal... Aber von wo soll ich die ganzen Flaschen bekommen? Jetzt bin ich verwirrt, Leute. Okay, warte mal. Ich habe die rechte Hand, ne? Warte, dann mache ich nochmal die linke Hand. Weil ich meine, wenn wir die rechte Hand, die left limp. Wieso geht das nicht? Hä, das ist doch... Okay, jetzt verstehe ich wirklich nichts mehr, Leute. Habe ich das nicht zugemacht? Oder wie sieht es aus? Ja, es ist nicht zu, deswegen wahrscheinlich. Okay, lass mich noch mal eine left limp erstellen. Einen linken Arm, bitte. Genau. Links. Ja, das muss jetzt links sein, weil wir haben ja rechts gesehen. Also, ich weiß auch nicht, aber das muss jetzt funktionieren. So. Bitte sag mir, du bist ein linker Arm und hab nicht schon wieder einen Fehler gemacht. Komm schon. Ja, ist sehr schön. Okay. Oh, jetzt haben wir hier einen Arm. Was soll ich mit dem machen? Okay, ich pack den mal hier hin, okay? Nicht bewegen, Arm, nicht bewegen. Kleiner Spaß. Warte. Vielleicht, nee, sonst würde er leuchten, ne? Oh. Okay. Und der Operating Table. Warte, bleib... Oh Gott, ist das süß. So, pack das hier hin, genau. Komm her, Lady. Sie kann sich auf jeden Fall nicht wehren. Ich muss ja also darauf verstehe. Ich dachte mir schon, müssen wir alles komplett nochmal kriegen. Das wäre komisch gewesen. Use the laptop and replace the mutant's limbs with those from the incubator.
Okay. Wir können jetzt die Arme ersetzen. Use appropriate buttons to detach the selected limb. Then remove from the table and replace it with the limb from the incubator. Finally attach the new limb to create powerful mutant. Oh my god. Okay, also. Die Arme. Das sind die Arme, oder? Remove. Remove. Start process. Aber sind meine Arme denn stärker als ihre? Was zum Teufel? Okay. Aha. Aha. Ich sehe schon. So, du kommst dahin. Für mich sehen die ziemlich gleich aus, muss ich aber sagen. Das geht leider nicht. Das hier vielleicht, oder? Ja. Okay. Sind das jetzt die neuen Dinger? Attach. Attach. So, Start Process. Lass mal sehen. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen Arme. Ich war ein bisschen verwirrt. Put the mutant in the stasis chamber. Okay, komm her. Und jetzt da rein. Ich sehe schon. Boom. Na los, geh rein. Okay, und jetzt zumachen. Great job, before you make a second mutant, it's time to learn how potions brewing works. Go to the laboratory and analyze the ingredients there. Bro. Aber, warte mal, die leben ja auch nicht, ne? Das ist echt crazy, Leute. Ungefährlich finde ich das auch, aber ich glaube, das gibt den Kick oder sowas. Okay, analyze the ingredients in the lab. Du meinst, soll ich, ja, yeah, okay, ich glaube, das hier. So, und im Labor soll ich das hier vielleicht? Habe ich doch schon, oder nicht? Ich glaube, das ist aber falsch, weil es hat nicht geleuchtet. Ich glaube nicht, dass er das von mir will, oder? Wir machen es trotzdem jetzt einmal. So, und okay, so, und ja, perfekt. Okay, exit. Analyze the next ingredients now. Die nächsten. Jetzt bin ich verwirrt, Leute. Das hier jetzt auch nochmal? Anscheinend ja. Okay, werde ich tun. Meinetwegen. So, lass mal sehen. So, ist gut. Und so, perfekt. This is also an ingredient. Notice that the symbol... Was symbol listed as one of the possible molecules. Looks like the opposite of the symbol you saw in the last ingredients. At the moment, it's unclear if the... Things about the symbol is really present in the ingredients. To find out, mix the two ingredients in the alembic. Ach so. Also, jetzt müssen wir die beiden miteinander mixen. Now mix previously researched substances. Also das und das. Richtig? Ja. Ich glaube schon. Jetzt müssen wir das und das mixen, um zu gucken, ob die zusammenpassen. Weil sonst wissen wir das nicht. Wenn es nicht zusammenpasst, wird es wahrscheinlich explodieren, gehe ich mal von aus. So. Hä, sind die nicht... Also für mich sehen die ehrlich gesagt genau gleich aus, aber mach das mal an. So, ich hoffe, das geht da. Ja, das müsste da reingehen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. It's a sludge. Don't worry, this is good news. It means that the two ingredients are each each other's opposites. By this deduction, you can safely assume that they contain das und das. Respectively. If the ingredients had two different molecules, they would mix and produce an elixir, not a sludge. Sludge only forms if you try to mix opposite molecules. Okay. You can find more ingredients in the storage room, mix them together until you produce a mutagen. Mutagens require at least 4 molecules, and one of the 4 molecules must be an activator. Can you figure out which symbols ist der Activator. Experiment until you created the mutagens. If you need a hint, check the whiteboard in the office. Okay. Wir müssen jetzt also irgendwie irgendwas erstellen, irgendeinen Trank erstellen, der irgendwas mutiert. Wir haben hier halt eine Menge Sachen. Nehmen wir mal so ein rotes vielleicht. Und wir brauchen irgendwie 4 Moleküle oder sowas dafür. Ich habe jetzt nicht so sehr im Chemieunterricht aufgepasst, dass ich so viel Ahnung habe, Leute, aber ich würde sagen, wir kombinieren einfach das und das zusammen. Weiß nicht, ob das funktioniert, was ein Mutar, ob das irgendwen mutieren kann, das Getränk, was dabei rauskommt, aber das werden wir jetzt sehen. Also, so, und haben wir irgendwas erstellt?
Ist das ein Mutagen? Ich glaube leider noch nicht. Ärgerlich. Okay, dann packen wir das nochmal rein. Und ich würde sagen, wir holen noch irgendwas anderes, bis wir einen... Naja, irgendwas erstellt haben, was quasi dafür sorgt, dass, naja, wir irgendwie mutieren können, okay? Ich weiß nicht genau, wann man das sieht, wann man jemanden mutieren kann, aber nicht alle Tränke haben die richtige Wirkung oder die richtige Wirkung, genau. Also, mach das nochmal an. Das sieht gut aus, wenn er blau und gelb. Da kommt irgendwas raus, was bestimmt funktioniert, oder? Grün. Immer noch nicht. Take Sludge. Ich glaube, das ist auch falsch, oder? Leider ja, kacke, Leute. Okay, wisst ihr was, dann ich werde mal das nicht, obwohl... Ah, ich habe keine Ahnung, Leute. Wisst ihr was? Lass mich mal neue Sachen holen von dort. Gelb und Pink. Lass mal sehen. Was kommt da überhaupt für eine Farbe raus bei Gelb und Pink? Oh, Rot. Macht eigentlich Sinn. Bist du Take Unknown? Ach so. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal testen, ob das... Lass mal gucken. Gib mir die Spritze. Lass mal kurz testen, Leute, ob das überhaupt... Ja, ob das irgendwas ist. Ich glaube, wir müssen es vorher testen. Ansonsten sehen wir es nicht. So und so. Dann lassen wir mal sehen. 4 Moleküle, hat sie gesagt. Also, so, so und? Das sind 4 Moleküle. Low Complexity, Low Reactivity. Sieht aber nicht gut aus. Wegen Low Complexity, Low Reactivity. Das könnte nicht funktionieren. Lass mal das hier probieren. Ob das vielleicht ein bisschen besser ist. Okay. So und... Ja, nice. So, können wir jetzt bitte was sehen? Okay, anscheinend sehen wir gar nichts. Hallo, ist doch... Hier steht gar nichts. Okay, jetzt bin ich immer noch verwirrt. Wie sieht es aus mit Blau und Grün? Macht das vielleicht irgendwas? Wenn nicht, können wir nach unten gehen und nochmal nachschauen. Aber Blau und Grün habe ich, glaube ich, noch nicht ausgetestet. Also, ich würde schätzen, wissen wir, das funktioniert. Oh, jetzt kommt Grün raus. Take 1, 9, Nummer 4. Haben wir nicht schon Nummer 4 gehabt? Warte, du bist Sludge? Okay. Ja gut, dann testen wir das mal aus. Lass mal sehen, ob das funktioniert. Ich meine, es sieht schon sehr, sehr... Es sieht so aus, müsste es funktionieren. Ich weiß auch nicht. Aber, oh doch, da erkenne ich was. Ich erkenne da was. Und? Oh, schon wieder Low. Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß wirklich nicht, wie ich einen Mutagen erstellen soll. Ich finde die Kombination irgendwie nicht dafür, Leute. Probieren wir es doch mal. Meinetwegen nehmen wir diesmal was Rotes und das hier mit. Bald gehen mir die Getränke aus. Das sage ich euch schon mal. Komm schon, bitte. Warte, gib mir schon mal die Spritze hier. Oh, nice! Now use what you've learned to create a second mutant. If you want, you can replace the mutant's limbs with new ones from the incubator. Okay. Habe ich jetzt? Okay, create mutant. Okay, warte mal, dann würde ich sagen, wir werden jetzt erstmal, warte, was soll ich machen, genau? Ich soll einen Mutant, ja, ich brauche aber einen Menschen dafür, also, wo sind die Menschen nochmal? Werden die nicht angezeigt? Ah, hier sind die Menschen. Ich soll noch neue Mutanten erstellen, oder nicht? Oh mein Gott. Ja, yep, hier ist ein neuer Mensch. Die wollen, dass ich, oh mein Gott, okay. Die wollen, dass ich neue Menschen erstelle, also... Einen neuen Mutanten, meine ich. Also werde ich das tun. Warte, wo war das nochmal? Hier war das, ne? Ich glaube, ja. So, und jetzt nehmen wir unser... Naja, genau das hier mit. Und jetzt müssen wir das hier doch damit befüllen. Hier, oder? Okay. Mach das rein. Sehr schön. Okay, pack das mal auf den Boden. Jetzt mach zu. Und jetzt, das sollte... Ach, hier können wir sogar 2 davon. Nee. Okay, jetzt müssen wir nochmal hier drauf, genau. Und jetzt, Mutants, play with Mutagen. Wie play? Ach so, Phil, natürlich. Und let's go. Okay. Erfolgreich. Gefällt mir. So. Geht es auf? Wake Creature. Ich will sie nicht aufwachen. Ich habe keine Lust, die aufzuwachen. Oh mein Gott. Man weiß halt nie, was passiert, wenn man die auf... Dings da. Wake Creature. Okay, machen wir mal. Oh mein Gott, bewegt sich da etwas? Ich weiß es nicht. Also, ich lerne immer noch beim Spiel dazu übrigens. Also, können wir es jetzt aufmachen? Ich glaube, hiermit, ne? Ja. Habe ich das erstellt? Habe ich doch. Create Mutant. Habe ich doch erstellt, oder nicht? Okay, keine Ahnung, wieso die... Oder bist du ein Mutant? Oh, du bist ein Zombie oder so geworden. What the hell?
Ich meine, es muss funktioniert haben. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich werde das Video für mal stehen lassen. Es ist ein ganz schön kompliziertes Spiel für den Anfang zumindest. Aber ich glaube, wenn man da reinkommt, dann ist man auf jeden Fall deutlich besser dabei. Ich würde aber sagen, ich werde das Video vorher mal stehen lassen und wenn das volle Spiel rauskommt, dann, naja, werden wir es wahrscheinlich komplett durchspielen, weil es ziemlich, ziemlich cool ist auf jeden Fall. Also, für mehr davon, lasst oben da abonnieren, kostet aktiv die Glocke, falls du abonniert hast, und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!